hat die Nase etwas in den Wind gereckt. Das heißt, es sieht von uns aus gesehen ein bisschen schief und schräg aus, was da hier angelandet kommt. Aber das ist ganz einfach ein Hilfsmittel des Piloten, damit er nach vorn heraus freie Sicht hat. Wird ein bisschen schräg angeflogen und dann aber jetzt wie jetzt sauber und butterweich. Oh. Jo, und da war sie noch einmal im Hochgeschwindigkeitsüberflug zu sehen, unsere Dornier, die Do 28. Tja, mehr ist nicht drin bei diesem Flugzeug aus dem Jahre 1973, aber ich hatte es Ihnen versprochen, das war noch bei weitem nicht die höchste Geschwindigkeit, die wir Ihnen heute hier in der Luft über dem Flugplatz Bad präsentieren werden. Mehr dazu dann in unserem Showteil. Ja, ab 14 Uhr. Und noch einmal der Aufruf an alle Piloten, sich im Briefingzelt einzufinden. In wenigen Augenblicken beginnen wir unser Briefing. All pilots are requested to come to the briefing tent. Please come to the tent for the briefing immediately. Thank you. Ja, und das Ganze passiert teils Deutsch, teils Englisch. Denn, liebe Gäste, wir haben hier auch ein paar Vertreter aus dem internationalen Fluggeschehen mit Zugast, nämlich aus Schweden. Und wir werden uns dann wahrscheinlich beim...
Fällt ja sogar ein bisschen was aus, hätte ich gar nicht gedacht. Links nach wie vor unser Oldtimer, unsere Boeing 747 Runden. Momentan eine Rolle nach der anderen. Noch 10 Minuten sitzen bleiben, bis wir dann noch nicht gelandet sind, denke ich mal. Anscheinend ziemlich gut zu gehen und es scheint ihnen einen riesen Spaß zu machen. Und ansonsten würden wir beide hier mit ihrem Flugzeug wieder zur Landung zurückkommen auf den Flughafen. In einen Stamper-Doppeldecker. Ja, und die Tankstelle selbst, die Flugzeugtankstelle, befindet sich im hinteren Bereich des Flugplatzes, das heißt hinter unserem großen Crewzelt. Das ist ein großer Parkplatz, eine große asphaltierte Fläche und da sieht man dann schon die Tankstelle und dann sehen Sie auch den Doppeldecker stehen. Einfach mal hinschauen, den Piloten ansprechen und dann geht es hier noch vor unserem Showteil los mit dem Doppeldeckerflug. Dankeschön. Es naht die nächste Attraktion hier. Ein Hubschrauber, ein Helikopter vom Typ Süd, den wir gestern. Jo, winken Sie mal! Der Flugflug. Und dies steht wiederum für den Such- und Rettungsdienst. Das heißt, dieser Hubschrauber ist im Such- und Rettungsdienst im Einsatz und ist immer dann in der Luft, wenn irgendwo auf Land oder auch vor allem hier auf See ein Schiff unglücklich ist und Hilfe benötigt wird, dann steigen die Jungs in ihren Hubschraubern auf und sind dann in Minuten schneller am Unglücksort. Also das war Sea King. Mit Schrauben, mit Lookings, mit allem drum und dran. Ich verstehe, ja. Ich gelben Ding, da wärmt die gemacht. Aber wirklich, dann ist der Film kaputt. Ja, das war so, wisst ihr, das ist so. Ja, dann ja. Meine Lieben, gestern jetzt begrüße ich hier oben auf meinem schattigen Platz ein liebes, nettes Ziel. Ich würde fast sagen, alle Jahre wieder. Neben mir Platz genommen hat der Bürgermeister der Stadt. Dass Sie bei diesem sommerlichen Wetter den Weg hierher gefunden haben. Aber es hat sicherlich was damit zu tun, dass eine solche Flugshow natürlich auch für Flugbegeisterte sehr anziehend ist. Diese Flugshow wird in Barth bereits zum vierten Mal durch die Flying Veterans durchgeführt. Und in den vergangenen Jahren hatten viele tausend Gäste hier in der Region die Möglichkeit, sich dieses tolle Programm anzuschauen. Insofern, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir, und ich denke, das sollten wir mit so einem kräftigen Beifall tun,
dass ich insbesondere auch ganz herzlich nochmal die Piloten begrüße, die das Ganze hier gestalten und natürlich auch die Organisatoren. Sie dürfen ruhig mal einen kräftigen Beifall geben. Jawohl. Und ich denke, meine Damen und Herren, die Organisatoren haben sich diesen Beifall auch verdient. Wenn ich sehe, was hier an Programm wieder vorbereitet wurde, Sie sehen neue, alte Maschinen, Sie sehen modernere Technik, wie wir es gerade eben mit den Tornados erleben konnten. Sie werden Kunstflüge erleben, Sie werden Leistungsflüge von verschiedenen Maschinen erleben. Also insgesamt ein tolles Programm, was hier wieder vorbereitet wurde. Und ich sage als Bürgermeister der Stadt Barth und auch namens des Flughafens hier